Heute geht es um kleine T-Shirts auf großen Flipcharts und Easter-Ticks und was du damit in deinem Live-Online-Training anfangen kannst. Also bleib dran! Schön, dass du dran geblieben bist. Heute geht es um diese wunderbaren kleinen Sachen. Aber bevor wir damit weitermachen, weißt du Bescheid. Einmal den Kanal abonnieren, damit ich auch den Spaß nicht dran verliere und du keins der Videos mehr verpasst. Ja, so läuft das heute. Diese T-Shirts habe ich aufgezeichnet auf diesen Easter-Ticks, also auf diesen bunten Easter-Ticks. Das sind diese Moderationskarten, die überall haften. Egal was du machst, überall kannst du dir die hinhängen und überall haften sie. Dieses T-Shirt habe ich gewählt, weil es ist so unisex, es ist so unverfänglich und ich finde es irgendwie nett, um zum Beispiel Teilnehmende darzustellen. Nehmen wir mal an, du hast verschiedene Teilnehmende in deinem Online-Workshop und du möchtest deine Methoden mit ein bisschen Visualisierung unterstützen. Musst du nicht. Kannst du machen. Ist aber nett. Und macht vor allem mir viel mehr Spaß. Also mir macht es damit mehr Spaß. Das eine ist, du kannst natürlich was ganz Buntes gestalten. Das weiß ich, ob du es hier genau ganz gut siehst. Aber im Blogbeitrag dazu, der ist unter dem Video verlinkt, findest du noch einige Tipps. Denn ich habe hier sowohl mit Acrylic-Markern gearbeitet, als auch einfach mit diesem E-Static-Marker. Die habe ich benutzt, um jeweils zwei T-Shirts aus einer Farbe auszuschneiden. Meine Idee dahinter ist, dass ich ein bisschen mehr Überblick bekomme, wer mit wem in welchem Breakout-Raum oder Gruppenraum, wie auch immer du das nennst, weil du mit unterschiedlichen Systemen arbeitest. Also wer ist mit wem in welchem Raum unterwegs und arbeitet dort. Angenommen, du hast die Methode One, Two, For All aus dem Koffer der Liberating Structures. Eine Methode, die ich sehr gerne nutze, wenn es darum geht, sich auszutauschen über ein Thema, gemeinsam Ideen weiterzuentwickeln und sehr strukturiert dann damit vorzugehen und es dann auch im Plenum auszuarbeiten. Du findest den Link dahin auch natürlich im Blogbeitrag und den Beitrag findest du verlinkt unter dem Video. Ich sagte es, glaube ich schon. Gehen wir jetzt davon aus, dass wir bei dieser Methode zunächst mal jeden Teilnehmer bitten, etwas zu reflektieren. Wie bist du in der Umsetzung aktiver Methoden in deinem Live-Online-Training? Das ist so eine Frage, die ich gerne stelle. Also, was hast du da schon dir überlegt? Oder welche Methoden möchtest du einsetzen? Was kennst du bereits? Eine Minute hat jeder Zeit, über diese Frage nachzudenken. In der Zwischenzeit lege ich Breakout-Sessions an und lasse das System entscheiden. Gehen wir mal aus am Beispiel Zoom. Ich schaue, dass immer zwei Leute in einem Breakout-Raum sind, um sich dann für 2 Minuten auszutauschen. Das heißt, ich lasse Zoom automatisch alle verteilen. Wunderbar, es entstehen Breakout-Sessions. Und in diesen 2 Minuten schaue ich, wer ist eigentlich mit wem in welchem Raum. Ich habe das hier mal vorbereitet auf dem Flipchart. Und dann kann ich sagen, ach Mensch, die Sabine und die Nicole, die sind hier in einem Raum zusammen und reflektieren. Und die Lea ist hier in einem Raum mit dem Marc. Und im nächsten Raum, oh, da ist die Nina mit der Ulrike. Und dann ist noch der Luca da und der spricht gerade mit der Vera. Das ist die Konstellation in den 2 Minuten. Mache ich zack, 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 zack. Natürlich nicht bei 100 Teilnehmenden, aber so bei bis zu 20. 30 kannst du das schon machen. Ja komm, also ne? Hast du die Vornamen alle notiert? Ich habe das hier auch schon mal vorbereitet. Jetzt ist es so, dass ich mir überlegen könnte, nach den 2 Minuten brauche ich nämlich 4er-Gruppen. Das bedeutet, ich lege immer 2 2er-Gruppen zusammen zu einer 4er-Gruppe. 2 und nochmal 2 macht 4. Wie praktisch, auch das im Zahlenraum bis 10 bin ich immer noch sicher. So, das heißt, hier habe ich dann schon überlegt, okay, das würde ich so zusammensetzen, die Farbe, diese beiden, die arbeiten mit den beiden und so weiter. Das hat den Vorteil, dass wenn ich das jetzt teile mit den Teilnehmern, das heißt, wenn ich das in die Dokumentenkamera zeige oder mit der Webcam das einblende, dass ich sage, wer findet sich denn jetzt mit wem in einem Raum? Und normalerweise
hätte ich jetzt nach diesen 2 Minuten die Teilnehmenden in diese Gruppen einzuteilen. Das bedeutet, technisch gesehen, für alle, die das schon kennen mit den Breakout Rooms, würdest du dann die Einteilung so vornehmen, du siehst, wer ist mit wem in einem Raum und schiebst immer 2 Leute zusammen. Kann man machen, geht auch schon relativ schnell. Aber man könnte natürlich jetzt auch sagen, die Teilnehmenden suchen sich ihren Raum selbst aus. Das heißt, für die Runde Nummer drei ist es ja schon, zu viert, sagst du, hier Sabine, Nicole, ihr wart gerade zusammen und Lea und Marc, ihr wart zusammen, ihr seid jetzt zusammen mit Sabine und Nicole. Geht doch bitte in den Raum von Sabine und Nicole und trefft euch dort. Das heißt, die klicken sich selber da hinein. Und Ulrike und Luca und Vera machen genau das Gleiche. Und hier die Tanja und der Peter, die gehören noch zu Lars und Luis. So, das ist halt einfach so. Die sind dann zusammen in diesen Räumlichkeiten. Das heißt, ich gebe es einfach auf diese Art und Weise vor. Das wäre eine Idee, damit zu arbeiten. Klar, kannst du das auch in den Chat schreiben. Ja, machst du vielleicht auch noch. Aber ich will einfach noch mal Ideen haben, um es netter zu machen. Man kann es auch einfach auf dem Flipchart schreiben, ja? Aber jetzt mal, wisst ihr, wenn ihr das jetzt in Zweifel setzt, ne, dann müssen wir damit gar nicht anfangen. Das heißt also, wir haben diese T-Shirts und können die Teilnehmenden damit rumschieben. Dann gehen wir zum Beispiel alle wieder ins Plenum und finden uns im Plenum. Und dazu möchte ich vielleicht, dass sich alle irgendwie, dazu nehme ich einfach die einzelnen Gruppen und schiebe sie so. Wie von Zauberhand wurde das hier sortiert und ein bisschen bunt gemacht. Wie nett. Ja, wir haben hier diesen Kreis und wir sehen jetzt alle Teilnehmenden. Das einzige kleine Problem, was mich so ein bisschen stört und worauf du auch achten musst, natürlich, wenn das in der Webcam ist, ist die Sache mit den Namen hier. Also ich habe ja die T-Shirts, damit ich sie öfter benutzen kann. Manchmal bin ich ein Sparbrötchen. Hier mit diesen kleinen durchsichtigen Karten, den transparenten E-Statics versehen. Die sehen hier so aus. Die sehen aus wie so eine Photoshop-PNG-Runde, wo du den Hintergrund entfernt hast und du kannst hier dann eben solche Klarsichtkarten wählen. Und die habe ich dann einfach genommen und zerschnitten, meine Namensliste genommen und dann kann ich hier für das nächste Seminar die T-Shirts weiterverwenden, aber hier die Namen einfach neu machen. Das Problem an der Sache ist, diese E-Statics sind wunderbar matt, sodass es kein Problem gibt in irgendeiner Webcam oder in irgendeinem Licht. Allerdings, wenn du hier diese glänzenden Materialien nimmst, musst du aufpassen, wie du die in der Kamera ausrichtest. So, ist das besser jetzt irgendwie? Ja, ne? Das heißt, die meisten sind jetzt besser zu sehen und machen nicht diese furchtbaren Artefakte, indem sie da einfach rumglitzern. Das passiert aber nun mal. Irgendwas ist ja immer. Es gibt die noch nicht in matt. Wäre noch mal ein Wunsch, mach die mal in matt. Oder man schreibt sie eben auf weiße Karten. Oder so wie es auch hier, wie du es im Blogbeitrag auch siehst, zum Beispiel könntest du ja kleine Sprechblasen machen und sie dann noch dazu setzen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Die kannst du dann eben auch in anderen Zusammenhängen noch innerhalb dieses Seminars benutzen. Das heißt, du schiebst auch manchmal vielleicht irgendwie so eine Sprechblase rein, um irgendwie noch eine Meinung darzustellen oder wer stimmt wofür. Das kannst du auch dann mehrfach benutzen. Das wäre nochmal so eine Idee. Was machst du jetzt mit diesem Kreis? Mit dem Kreis machst du genau das, was du im Seminar auch machst. Du bittest jemanden etwas zu sagen, du gibst ihm das sogenannte Talking Piece. Da das hier so schlecht hält, müssen wir das hier auch mit E-Statics anbringen und können dann immer auf denjenigen zeigen, der gerade etwas sagen soll. Peter ist jetzt dran und wird sein Statement abgeben. Dann hat das Wort Lars und vielleicht hat auch Vera noch etwas beizutragen. Das kannst du natürlich auch hier in der Reihenfolge immer mit einem Marker dran schreiben. Wer hat sich gemeldet? Wer ist als nächster dran? Ist eine schöne Idee. Aber ich finde es auch ganz schön, mit dem Pfeil hier zu arbeiten und immer zu sehen, wer ist denn jetzt dran und schiebst das einfach so rum. Dann hast du vielleicht genug im Kreis gearbeitet und möchtest, dass die Teilnehmenden sich nochmal bunt durchmischen. Könntest du auch wieder Zoom überlassen? Kannst du auch technisch alles lösen? Aber wäre es nicht auch mal gut, bewusst die Leute auf den Bildschirm zu bringen? Das heißt, man sitzt ja da und starrt die ganze Zeit auf den Bildschirm und guckt so, oh, mehr oder weniger gerichtet irgendwo hin. Wäre es nicht auch mal nett, dann eben diese Shirts etwas ranzuholen? Das mache ich nicht mit dieser Kamera, das mache ich auch nicht mit der Webcam, das mache ich mit der Dokumentenkamera.
und dann die Aufgabe zu geben, dass man sich in zum Beispiel 4 neuen Gruppen findet und in jeder Gruppe sollen unterschiedliche Shirtfarben sein. Das heißt hier, Nicole, Marc, Tom und Lars sind 4 Farben, die wären schon mal eine Gruppe. Oder aber wir wollen jedes T-Shirt einmal vertreten haben in jeder Gruppe. Wenn ich 2 Gruppen haben will, dann geht das genau auf. Das heißt, ich habe ganz unterschiedliche Mitglieder in meiner neuen Gruppe. So kannst du auch damit spielen. Das heißt, du bist gar nicht immer gezwungen, Zoom entscheiden zu lassen oder abzuzählen, sondern du kannst das eben in die Entscheidung der Teilnehmenden geben. Im Präsenztraining, wenn du das irgendwann wieder machen willst, gibt ja Leute, die finden das gut, die haben da Spaß dran, ne? Ich bleib ja online. Dann kannst du das auch mitnehmen und kannst auch hier die Teilnehmenden bitten, sich in der Form zusammenzufinden. Dann hast du diese T-Shirts an der Wand und niemand muss irgendwo markiert sein oder so. Oder man nimmt sich das und heftet sich das hier irgendwo an die Brust. Dann einfach so und dann geht man damit rum. Das macht man nicht oft, weil das auf dem Stoff meist nicht so hält. Oder man heftet es hier an und dann hat man die ganze Hautcreme da dran. Aber es ist möglich und jeder nimmt sich das und findet sich dann in Gruppen zusammen. Finde ich eigentlich auch sehr süß. Wenn dir das gerade etwas wild und wirr ist, schau das Video nochmal und lies den Blogbeitrag dazu. Und wenn du sagst, es ist mir immer noch nicht klar, warum ich das machen soll, bist du vielleicht nicht meine Kundin oder du musst unbedingt in mein Training kommen. Also, ich freue mich auf dich und wir sehen uns im nächsten Video.